Hallo lieber Zuschauer. Ja, heute ist ein bisschen Regen draußen. Darum kommt jetzt erstmal ein neues Video und zwar zu dem Thema Heimkino. Wie schließe ich sowas an mit einfachen Geräten, mit dem Blu-ray-Player, dem Fernseher, dem Satellitenreceiver und den dazugehörigen Lautsprechern? In der letzten Zeit kamen immer mehr Fragen, Maier, was ist das denn? Wie schließe ich das an? Was brauche ich dafür? Und wo stelle ich die Lautsprecher auf? Dieses werde ich jetzt hier einfach mal anhand von schemenhafter Darstellung demonstrieren und ich werde auf der Rückseite des AVRs von Yamaha einfach mal zeigen, wo, wie, was angeschlossen wird. Das wird jetzt nicht zu kompliziert. Ich werde nicht alles erwähnen können, weil ich will euch nicht schon wieder mit irgendwelchen Sachen quälen wie Komponentenanschlüsse oder sowas. Wenn da Fragen bestehen, mache ich da gerne nochmal ein Video zu der analogen Anschlussmöglichkeit von Video- und Audiogeräten. Ansonsten bleibe ich jetzt hier erstmal bei dieser Sache hier, bei den HDMI-Geräten. Alles klar, viel Spaß bei diesem Video. Euer Speaker Shocker. Ja, zugegeben, auf der Geräterückseite sieht es immer etwas wüst aus. Und ich bin noch nicht ganz fertig. Aber fangen wir einfach mal an mit den Sachen, die man so üblicherweise an einem Heimkinoverstärker oder halt im Heimkino verwendet. Fangen wir einfach mal an mit einem Blu-ray-Player. Da zoome ich mal eben auf die HD-Sektion bzw. auf die HDMI-Sektion. Hier sind die verschiedenen HDMI-Eingänge. Hier kann ich meine unterschiedlichen Zuspieler anschließen. Zum Beispiel den Kabelsat-Receiver oder den Satellitenreceiver vom Fernsehen, den Blu-ray-Player, die PlayStation 3, DVD-Player und was es da nicht noch alles für Zuspieler gibt. Auch wenn ich jetzt will, kann ich da meine Videokamera dran anschließen. Obwohl dafür hat dieses Gerät ja an der Front einen Anschluss. So, und was macht dann dieses Gerät damit? Weil das Signal soll ja eigentlich zum Fernseher. Ja, entweder geht man den direkten Weg und schließt die Sachen gar nicht hier an einem Verstärker an, sondern direkt an einem Fernseher. Das ist aber unpraktisch, weil dann hat man ja alle diese Sachen, wenn man jetzt, sag ich mal, alle verwenden möchte, müsste man diese ganzen Sachen zum Fernseher legen, wenn diese Geräte nicht bei dem Fernseher stehen würden. Ja, wenn ich das Signal aber jetzt zum Fernseher weitergeben möchte, ist das hier auch gar kein Problem. Wir haben hier HDMI Out. Hier geht das Signal raus zum Fernseher. Vorhin habt ihr ja gesehen, dass hier ein Signal schon mal reingeht. Das ist das von dem Kabelreceiver. Das Signal geht hier rein und geht hier wieder raus. Der Verstärker greift den Ton ab und verwendet den für sich selber, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ich möchte, kann der Verstärker das Bild auch noch bearbeiten. Er kann es zum Beispiel hochskalieren. Aber da mein Fernseher nur 1080p unterstützt, ist eine Hochskalierung nicht erforderlich. Er kann aber auch zum Beispiel Bilder oder Videos, die schlechter oder beziehungsweise nur eine Auflösung von 480p liefern, die kann er hochskalieren. Habe ich aber noch nicht probiert. Werde ich vielleicht irgendwann mal tun. So, also wie gesagt, Signal geht an der einen Seite rein und geht an der anderen Seite wieder raus zum Fernseher. Nun, Zone 2, was ist das denn jetzt schon wieder? Mit der Zone 2, ihr habt das schon mal bei den Lautsprechern gesehen, da gibt es auch eine Zone. Dasselbe kann ich auch mit dem Fernseher machen. Zum Beispiel, das Gerät steht im Wohnzimmer oder in meinem Heimkino und dort schauen die Kinder gerade einen Disney-Film. Dann läuft das Signal über, sage ich jetzt einfach mal, über dieses HDMI-Kabel raus. So. Die Frau in der Küche oder halt wer auch immer möchte dort aber einen Film sehen oder Fernsehen. Die Kinder können schön Blu-ray gucken im Heimkino und über die zweite Zone kann ich dann, sage ich jetzt mal, das Fernsehprogramm mir anschauen oder halt auswählen, welche Eingang dann ausgesteuert bzw. angesteuert werden möchte. So kann ich dann mir dann über die zweite Zone dann noch Lautsprecher in der Küche aufstellen, dort dann ein anderes Musiksignal empfangen oder auch ein anderes Bildsignal empfangen. Wenn ich, wie gerade erwähnt, meine ganzen Sachen, wie zum Beispiel Blu-ray-Player, PlayStation und so weiter, an den Fernseher anschließe
und trotzdem den Ton zum Verstärker weiterleiten möchte, dann kann ich das über ein sogenanntes SPDIF oder Lichtleitkabel veranstalten. Dieses schließt man dann in den Fernseher an und geht dann damit oder beziehungsweise schließt es dann in einen x-beliebigen Eingang des Verstärkers. Problem hierbei ist, dieses Kabel unterstützt nur eine 5.1 Wiedergabe. Wer jetzt zum Beispiel eine Blu-ray sehen möchte, hat den Blu-ray-Player direkt an den Fernseher angeschlossen. Der Fernseher nicht über ein HDMI-Out verfügt, welches das Tonsignal dann zum Verstärker weiterleiten würde, dann wird das schlecht mit der 7.2 oder 7.1 Wiedergabe. Da müsste man das entweder echt mit dem HDMI-Kabel lösen oder halt auf den 7.2, 7.1 oder 9.1 Sound verzichten. Wenn ich nun noch analoge Geräte wie zum Beispiel CD-Player, Plattenspieler oder auch noch altmodisch ein Kassettendeck an den Verstärker anschließen möchte, dann ist das hier auch gar kein Problem. Dafür habe ich ja immerhin Audio-Eingänge. Moment, ich zoome mal eben. So, Audio-Eingänge, die via Cinch angeschlossen werden. Oder Cinch. Das ist, da muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Man steckt den einen Anschluss des Kabels, des Cinch-Kabels, in den Ausgang des entsprechenden Geräts, CD-Player, Kassettendeck, was auch immer. Und dann schließe ich das einfach in irgendeinen x-beliebigen Eingang des Verstärkers an, so wie ich es gerade möchte oder wie ich es gerade für sinnig halte. Gar kein Problem. Kommen wir jetzt zu den Lautsprecherausgängen. Das ist ja auch noch eine witzige Sache, beziehungsweise nicht ganz einfache Sache für den einen oder anderen. Der Verstärker ist in der Lage, ein 9.2 Sound zu erzeugen. Es sind 9 Endstufen verbaut. Ich benutze jetzt aber nur 6. Warum 6? Weil ich nur 6 Lautsprecher habe. Darum 6. Diese sind hier angeschlossen, so wie es der Beschriftung nach zur Folge sich anbietet. Die Surround-Lautsprecher sind an den Surround Ausgang angeschlossen, der Center an den Center-Ausgang und die Frontlautsprecher an den Frontausgängen. Und das hier hinten, die zwei Zinnstecker da hinten, sind für die beiden Subwoofer. Ich könnte hier mal eben die Stecker abziehen. Ne, das kann man auch so lesen. Das sind die Subwoofer Ausgänge. Mehr ist eigentlich nicht. Das Ganze ist auch schon wieder von Gerät oder beziehungsweise von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da müsste man einfach mal einen Blick ins Handbuch werfen. Das findet man meistens auf den ersten 10 Seiten. Da wird das Ganze nochmal schemenhaft und mit Bildern dargestellt, wie man Lautsprecher anzuschließen hat und wo welcher Lautsprecher halt am Gerät angeschlossen wird. Diese netten Anschlüsse hier ermöglichen es mir, den AV-Receiver aus einem anderen Winkel oder auch aus einem anderen Raum mit der Fernbedienung, beigelegten Fernbedienung, zu bedienen. Ich rede nur mal gerade von dem Beispiel, Kinder sitzen im Heimkino und ich schaue mir unten mein Fernsehprogramm an. Die Kinder brauchen ja nicht wirklich dann mehr die Lautstärke oder sowas einzustellen. Die stellt man einmal ein und dann ist gut. Unten in der Küche, wenn ich da zum Beispiel mein Fernsehprogramm schauen möchte, dann muss man ja dann doch schon mal etwas lauter und leiser machen. Ihr kennt das ja sicher von der Werbung, dass man gerade so ein bisschen am Eindösen, so beim Film oder bei einer Sendung, auf einmal geht die Werbung los und ja, steht schon wieder mit dem Kopf unter der Decke, weil die Werbung ja meistens lauter ist als das zuvor gesehene Programm. Mit diesen Anschlüssen, da kann ich einen externen Sender anschließen, den man zusätzlich kaufen kann. Und den kann ich dann verlegen, hinlegen, wo ich es möchte, von wo ich das Gerät halt gerne fernbedienen möchte, wenn ich nicht unbedingt so der Technikfreak bin und das Ganze nicht übers Handy steuern möchte. Weil auch da gibt es Unterschiede. Mal klappt das gut, mal nicht. Der eine findet es toll und der andere findet das nervig, der macht es lieber mit der Fernbedienung. Dafür sind diese netten Anschlüsse da. Eine weitere Möglichkeit, das Gerät fern zu bedienen, bietet dieser Anschluss hier. Ich habe ja mal gesagt, er wäre für einen Projektor oder so gedacht. Das ist falsch. Da habe ich mich vollkommen vertan. Und zwar ist dieser Anschluss für eine noch für eine weitere Möglichkeit der Steuerung da. Und zwar könnte ich da
eine Fernsteuerung dran anschließen, die es mir ermöglicht, irgendwie die Lautstärke aus einem x-beliebigen Raum zu steuern, wenn ich da irgendwelche Schalter in der Wand oder so installiere, dass ich dann über diese Schalter dann entweder lauter oder leiser steuern kann. Wenn ich jetzt ein großes Haus habe und ich möchte da nicht jedes Mal, sage ich, ins Musikzimmer gehen, um die Lautstärke zu regeln oder halt um den Radiosender zu wechseln. Ja, kommen wir jetzt zur Lautsprecheraufstellung, so wie ich es jetzt in meinem Setup habe, also im 6.2-Verfahren. 6 sind die einzelnen Kanäle und das Punkt 2 sagt die Anzahl der Subwoofer. Ich habe zwei Subwoofer angeschlossen, darum Punkt 2. Fangen wir an mit den Frontlautsprechern. Ja, da es sich um Frontlautsprecher handelt, sollte man diese auch vorne aufbauen. Möglichst mit demselben Abstand links wie rechts vom Fernseher entfernt. Der Center-Lautsprecher spiegelt sich oder findet sich im Zentrum des vorderen Klangbildes ein, in der Mitte. Hier kann man den Fernseher als Blickpunkt oder auch als Ausgangsformat nehmen. Dieser kann entweder unter dem Fernseher oder auch oberhalb des Fernsehers angebracht werden. Oder auch direkt hinter der Leinwand, falls vorhanden. Ja, blau dargestellt. Die Surround-Lautsprecher, die werden in der hinteren Ecken des Raumes oder halt hinter dem Sofa platziert. Ich mag es nicht. Es gibt welche, die würden die jetzt direkt hinter dem Sofa anbringen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir überlege, oder ich sage das jetzt einfach mal so, manche würden den einen Surround-Lautsprecher hier an die Armlehne hängen und den anderen an diese Armlehne. Der ein oder andere findet es toll. Ich finde das nicht so praktisch. Ich habe das lieber ein bisschen weiter auseinander. Dann wirkt das nicht so künstlich. Also, die beiden Frontlautsprecher links und rechts sollten hierbei auch wieder wie beim Fernseher vorne mit den Frontlautsprechern denselben Abstand links und rechts zur Couch haben. Das Surround-Back ist wie vorne der Center. Er spiegelt sich dann auch wieder im Zentrum des hinteren Klangbildes ab. Und auch hier kann man dann die Couch nehmen, als Zentrum die Mitte nehmen und den dort dann platzieren. Ja, hier werden die Subwoofer dargestellt, als wären sie mitten in dem Raum hineingestellt worden. Ist in der Realität ein bisschen schwer. Es soll wahrscheinlich eher so sein, dass die Subwoofer neben den beiden Frontlautsprechern Platz finden. Hat man nur einen, ist das auch nicht schlimm. Kann man sich eine Seite aussuchen. Man kann ihn auch unter dem Fernseher stellen, falls man da irgendwelche Platzangebote oder sowas hat. Das ist in der Regel egal. Geschmack ist hier wieder ausschlaggebend. Es gibt Sachen oder beziehungsweise Ausstellorte, da sieht der Subwoofer gut aus, kommt aber am Hörplatz nicht wirklich viel an. Ja, was sind denn jetzt eigentlich Präsenzlautsprecher? Die Frontpräsenzlautsprecher, das sind Lautsprecher, die sollen im vorderen Bereich noch für ein bisschen mehr Action sorgen. Diese werden in der Regel noch über den normalen Frontlautsprechern angebracht. Und die Rearpräsenzlautsprechern, die werden dann zwischen den Front- und den Surround-Lautsprechern aufgehangen. Ob man das wirklich alles braucht, weiß ich nicht. Wenn man Lautsprecher gut verstecken kann, ist das bestimmt eine geile Sache. Aber hier in so einem normalen Raum, Mietwohnung, kann man ja schlecht Lautsprecher irgendwo in der Wand einbringen und alles voller Lautsprecher stellen. Das mag dem einen oder anderen gefallen, gibt aber wahrscheinlich dann wieder Theater mit der Frau. Gut, so viel zur Aufstellung. Ja, am Anfang ist das Ganze echt schon ziemlich schwer, wenn man sowas zum ersten Mal dann in der Hand kriegt und man weiß gar nicht, was ist das und wozu ist das und im Handbuch. Na gut, die Handbücher, die sind manchmal auch geschrieben, da muss man das manchmal ein paar Mal lesen, damit man dann, ah ja, klar, das. Schadet aber trotzdem nicht mal einen Blick ins Handbuch zu werfen, das klärt einige Fragen oft von selber, da muss man nicht immer erst nachts auf meine Antwort warten, dann kann man nachts auch sogar selber schon mal auf die Socken machen nach der Problemlösung oder nach Suche, was ich halt gerade vorhabe. Früher, ich weiß noch früher, als ich meinen ersten, den Yamaha RXV 457 bekommen habe,
Da fand ich das Handbuch grauenhaft. Also, und hat sich bei Yamaha nicht wirklich viel geändert. Es ist immer noch sehr, na, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig. Da habe ich mir immer aufgeschrieben, wenn ich jetzt irgendwas eingestellt habe, habe ich mir immer aufgeschrieben, wie ich das gemacht habe. Vielleicht ist das für euch auch eine gute Idee. Und ja, ansonsten kann ich nur hoffen, dass euch das Video ein bisschen weitergebracht hat. Wenn noch Fragen sein sollten, ihr kennt den Weg, ne? Alles klar, entweder E-Mail, Kommentare oder Facebook oder halt persönliche Nachrichten. Bleibt gesund und munter. Euer Speaker Shocker.